Hallo, mein Name ist Christiane Wegner und ich zeige euch nun den Anfang des Herzchenzopfes. Wir fangen an, indem wir alle Haare erstmal sauber nach hinten kämmen und dann einen Mittelscheitel teilen mit dem Stielkamm. Wir gehen mit dem Stiel entlang und kämmen dann die eine Seite nach rechts rüber, die andere nach links. Schön sauber kämmen. Dann gehen wir mit dem Stielkamm 1 cm Richtung Ohr und dann in die Diagonale Richtung Gesicht. Kämmen es sauber durch und machen eine Klammer oder stecken eine Klammer nach unten fest. Das machen wir deswegen, weil wir jetzt diesen Bereich flechten und damit wir nicht aus Versehen diese Haare mit aufnehmen, klammern wir sie einfach fest. Wir flechten einen holländischen Zopf und zwar der Kontur entlang hier und nehmen die Haare immer vom Mittelscheitel auf und hinterher von der Gesichtskontur. Als erstes teilen wir uns eine dünne Strähne ab, kämmen die anderen Haare nach vorne, unterteilen diese Strähne in 3 dünne Strähnchen und fangen an, einen holländischen Zopf zu flechten. Die rechte Strähne geht unter die mittlere Strähne und die linke ebenfalls wieder unter die mittlere. Jetzt nehmen wir aber nur die Haare vom Mittelscheitel auf, also immer nur von der rechten Seite. Und wieder drunter. Gehen wieder mit der rechten Strähne unter die mittlere Strähne und nehmen wieder eine dünne Strähne vom Mittelscheitel her. Nehmen die dazu, flechten die unter diese dünne Strähne und wieder drunter her, wieder rechts unten drunter. Nehmen wieder eine vom Mittelscheitel dazu, immer nur von einer Seite. Und halten uns an unsere Abteilung. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Strähnen aufgenommen, fangen wir an, langsam den Bogen zu flechten, indem wir hier rumgehen für das Herzchen. Nehmen weiterhin die Haare von oben auf, wandern aber mit dem Körper jetzt um den Kopf ein bisschen herum, dass wir mit dem Zopf etwas herunterflechten. Weiterhin nehmen wir immer wieder eine dünne Strähne auf. Achtet darauf, dass die Strähnenabteilung möglichst gleichmäßig ist, so dass wir ein gleichmäßiges Ergebnis auch erhalten. Und immer unten drunter. Jetzt habe ich alle Haare von der Stirnpartie aufgebraucht, nehme die rote Klammer wieder weg, flechte aber trotzdem weiter und nehme nun Haare aus der vorderen Kontur dazu. Und ich flechte immer weiterhin den halben holländischen Zopf. Nehme wieder Haare aus der Kontur hinzu und flechte. Das mache ich so lange, bis die Haare an der Kontur aufgebraucht sind. Jetzt habe ich den Zopf zu Ende geflochten. Ich habe keine Strähnen mehr hinzugenommen, sondern einfach runter. Ich brauche ihn aber nicht bis zum Ende flechten. Ich halte an, es klappt bis zur Mitte, mache ihn hier fest. Nimm dazu ein feines, dünnes, durchsichtiges Gummi und binde den Zopf fest. Da hier vorne der Zopf etwas dicker ist und hier ganz schmal, lockere ich den Zopf hier oben noch ein bisschen, um ein gleichmäßigeres
Ergebnis zu bekommen. Flechte dann gleich die andere Seite ebenso und dann wird er hier zusammengebunden.